Jugendstil bis Gegenwart, so wird die neue Dauerausstellung im Grassi-Museum für angewandte Kunst heißen. Über die am Sonntag beginnende Ausstellung informierte Museumsdirektorin Dr. Eva-Maria Heuer sichtlich stolz. Ja, soll ich Ihnen sagen, der Stolz ist sehr groß. Es ist ganz selbstverständlich. Das ist ja eigentlich ein Lebenswerk. Und zwar für viele Mitarbeiter hier am Haus. Wir haben Jahrzehnte auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir bauen seit 2001 normalen Museumsalltag. Hat dieses Museum hier eigentlich seit seiner Schließung 1939 nicht wieder erlebt. Vom Funktionalismus bis zum Art Deco hat die neue Ausstellung viel zu bieten. Vereint auf zwei Etagen finden sich über 1500 Kunstobjekte, die den Besucher auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern mit auf eine Reise nehmen, durch 3000 Jahre Kunstgeschichte. Wir wissen auch, dass viele Leipziger eben gerade auf diese Sammlungsbereiche vom Jugendstil bis zur Gegenwart, mit denen das Haus unmittelbar verbunden wird, warten und sich darauf freuen. Und wir wünschen uns ja, dass nicht nur die Leipziger wiederkommen, immer wiederkommen, sondern dass auch viele Touristen dieses Haus jetzt für sich entdecken. Und ich denke, da ist der neue Rundgang natürlich wirklich ein ganz starker Anziehungspunkt. Mit dem dritten und letzten Rundgang komplettiert das Museum seine dreiteilige Dauerausstellung und findet in der Neupräsentation der Schausammlungen deren vorläufigen Abschluss.